Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf diesem neuen Video. Meine lieben Freunde, ich habe festgestellt, dass über 90% meiner Zuschauer meinen Kanal nicht abonniert haben, aber trotzdem sich meine Videos reinziehen, ja? Sehr, sehr traurig. Wenn ihr euch schon meine Videos reinzieht und euch die Infos holt, bitte lasst mir doch bitte auch ein Abo da. Supportet meine Arbeit, supportet mich. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Wenn auch ihr nicht meine Videos feiert, warum guckt ihr es euch dann an und abonniert nicht meinen Kanal? Ich verstehe es nicht. So, machen wir mal weiter mit diesem neuen Video, meine lieben Freunde. Vor einigen Monaten hat Capital Bra seinen neuen Eistee auf den Markt gebracht, Freunde, der auch mittlerweile wirklich sehr, sehr krasse Zahlen gemacht hat, meine Lieben. Was viele von euch aber wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass die Rapperin Shirin David ebenfalls ein Eistee auf den Markt bringen wollte und das genau zeitgleich, als Capital Bra seinen Eistee veröffentlicht hatte. Wirklich eine sehr kuriose Geschichte, Freunde. Am Ende hat sich natürlich Shirin David dabei gedacht, okay, komm, lass mal Capital Bra seine Eistee mal releasen, dass er ein bisschen sein Hack machen kann und sein Geld holen kann, ja, und danach releasen wir. Das Ganze hat sie via Instagram damals vor einigen Monaten so veröffentlicht, ja, also Release von ihrem Eistee sollte auch so Februar, März gewesen sein oder sollte Februar, März sein, hat das Ganze aber für Capital Bra erstmal jetzt verschoben. So, einige Monate sind jetzt vergangen und Shirin David plant jetzt ihren Release für ihren sogenannten Dirty Tea, würde ich mal so sagen, ja, also Dirty wird er genannt, ja, also umgangssprachlich Englisch, Dirt für dreckig und Tee für Tee, ist ja wohl klar, ne, das Y wurde wahrscheinlich da entfernt, aber man kann sich das denken, es nennt sich Dirty Tea, ja, also einige Kostproben hat sie wohl schon gemacht, das hat sie auf ihrem YouTube-Kanal gepostet, das Video, ist extra irgendwo geflogen mit ihrem Privatjet, ja, und hat das Ganze in einem Labor analysiert, probiert und getestet und ja, Stiftung Warentest sieht wohl so aus, als wird das jetzt bald in den Läden kommen, Freunde, ne? Mal schauen, wann der Release ist, Freunde. Ihr könnt euch gerne das Video reinziehen. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Peace! Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich kriege so voll viele Anrufe, süße Nachrichten. Ich gucke morgens auf mein Handy, ich sehe so 7 verpasste Anrufe. WhatsApp-Nachricht, cool, alles eskaliert. Ich denke, was passiert? Und dann kommt die Nachricht des Tages. Capi Bay bringt Eistee raus. Und ich so, verdammte Scheiße. Jedenfalls an der Stelle möchte ich zuerst sagen, von ganzem Herzen, Capi, ich wünsche dir unnormal viel Erfolg. Ich bin geisteskrank gespannt, wie dein Eistee schmeckt. Deswegen, wenn du ein Ready hast, schick ihn mir zu. Und an der Stelle, das Problem ist, beziehungsweise warum ich euch das hier erzähle, ist, dass wir seit 8 Monaten seit Eistee arbeiten und anscheinend hat die Geheimhaltung bei Universal exzellent geklappt, denn ich habe einfach legit nichts mitbekommen. Ich war so, oh mein Gott, wie konnte das passieren? Das kommt davon, wenn man mal alles so top secret. Ich habe auch schon gesehen, dass ihr im Frühjahr kommen möchtet und dass ihr jetzt schon einfach komplett alles zerstört habt. Deswegen, wir werden safe nicht im Februar kommen, wir werden auf jeden Fall irgendwann später kommen und erstmal Luft dazwischen lassen, dass das nicht so rangeklebt ist. So im Hintergrund wird hier schon telefoniert und alles gut diskutiert und keine Ahnung, Hauptsache es wird einfach cool, weil ich finde trotzdem, Deutschrap und diese ganze Branche, wir sind halt einfach klein und da muss sich einfach keiner irgendwo im Weg stehen oder keiner irgendjemandem ein Release wegnehmen oder irgendwas verhindern. Deswegen, ich finde es geil, wenn einfach Liebe gegeben wird, weil ich weiß auch, dass ihr und das ganze Team einfach so viel dran gearbeitet habt. Also ohne das weiß ich es einfach. Und deswegen finde ich, das hat auf jeden Fall immer Liebe und Respekt verdient. Deswegen, also nochmal an der Stelle wirklich Congrats von ganzem Herzen. Hey, Shirin, schöne Grüße, was geht ab? Viel Liebe zurück, viel Respekt zurück. Dankeschön, dass du Bescheid gesagt hast, dass du Eistee machst. Ist auf jeden Fall krass. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg damit. Und jetzt machen wir Eistee-Beef oder was? Vielleicht machen wir auch gar kein Eistee-Beef, sondern vielleicht machen unsere Eistees einfach Liebe. Und wir machen eine Brate Dirty Liebes-Edition. Gut, so Freunde, das war's mit diesem Video. Ich danke euch fürs Einschalten. Peace out.